Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in einer Vorschau Nummer 7 von The City Must Grow. Wir haben letztes Mal nicht das Spiel verloren, sondern wir sind tatsächlich ein Level aufgestiegen. Vielleicht hat es mal geklappt, dass wir weiterkommen. Wir können jetzt weitermachen und wollen hoffen, dass wir jetzt, wo wir diese Biomansicht haben, schauen können, wo wir hier bessere Erträge vielleicht erzielen können und somit vielleicht das Spiel am Leben halten. Ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann schauen wir mal. Resume Game. Wir hatten letztes Mal, glaube ich, hier noch ein paar Felder gemacht, die auch schon gewachsen sind. New Gagwaco Field 4, New Residential Building 1. Hat uns was gekostet, ist klar. Jetzt haben wir hier die Holzfäller-Geschichte. Und die war hier unten ganz brauchbar, stand da. Wenn wir das Biom angucken, dann sehen wir, okay. Hier muss das erste Feld sein. Hier. Die mache ich mal alle vier, weil es ja hier so gut sein soll, ne? Los geht's. Zwei davon sind schon umgesetzt. Jetzt gibt's Straßen. Ja. Dann machen wir mal die Straßen. Die sind ja nicht verkehrt. Hier weiter. Und hier oben würde ich auch noch gerne zwei machen. Da geht nur noch eine. Auch nicht schlimm. Weiter geht's. Wir haben 60 Leute. Wir müssten also Residential Zones machen, damit es dann auch besser wird. Wie sieht's denn hier so aus? Need Workers 25. Wir brauchen auch mehr Arbeitskräfte. Reach 120 Population, 60 von Reach 1000 Crop Production. Okay, das ist das hier. Wir haben jetzt aber hier wieder Holzfäller-Geschichte. Drei. Einer wäre noch. Würde ich jetzt erstmal mitnehmen. Und weiter geht's. Noch ist alles gut. Residential Zones, das ist schon mal gut. Wir haben diesmal nur kleine Häuschen gemacht, ne? Jetzt lass mal die Biome nochmal schauen. Okay. Dann würde ich jetzt tatsächlich hier weiter runtergehen. Wir brauchen auf jeden Fall Leute, weil hier ja schon 60 voll sind, ne? Okay, da geht's nochmal weiter. Die Ansicht ist so. Wir können auch die andere Straßenseite also noch benutzen. Ich mache auch wieder alle. Wir sind nämlich gerade schon wieder voll geworden. Okay, jetzt gibt es wieder Straßen. Die wollen wir mal hier oben auch weiter treiben. Und weiter geht's. Hier ist gerade was entstanden. Need Workers. Okay, wir haben Agrarfelder, die ja hier im Zentrum waren. Dann machen wir wieder mal hier. Okay. Mehr geht nicht. Wieder zurück. Need Workers. Jetzt ein bisschen schlechter geworden. Es steigt hier zwar noch, aber hier haben wir was verloren. Vier Agrarfelder sind kollapsed. Wo sind die denn gewesen wohl? Hier. Das ist aber nicht schlimm, weil wir wollen ja hier oben aufbauen, ne? Und da können wir auch gleich weitermachen, weil wir schon wieder neue haben. Hier geht's nicht. Hier geht's auch nochmal. Machen wir so. Dann gibt's Straßen. Felder sind mehr geworden. Hat uns wieder Holz gekostet, aber Holzproduktion läuft doch noch, ne? Produce last turn 180, consume last turn 120. Okay. Und jetzt haben wir Straßen. Und ja, hier die Straßen. Machen wir mal da zwei ja noch rein, obwohl wir die jetzt nicht erweitert haben, aber das ist jetzt nicht schlimm. Hier sind auch Häuser schon gewachsen, sehr gut. Weiter geht's, es ist hier wieder runtergegangen, wir brauchen wieder Holz. Das ist jetzt auch gerade mehr gebraucht worden, wie wir produziert haben. Wir gehen wieder in das andere Biotop hier. So, weg sind sie. Wechseln aber wieder zurück. So. Zwei Wood-Industrie, 100. Wir sind am Wachsen, glaube ich. Wir haben hier leider keine Resident. Ach, jetzt sind welche da.
Sehr gut, hier ist aber nichts gewachsen bei diesen Residential Zones. Ne, das ist schon passend. Vielleicht sollten wir mal hier gucken, ob das klappt. Wenn wir das so machen, ob es ein größeres Haus dafür gibt. Das war ja auch möglich. So, die sind wir durch. Wir sind auch gewachsen. Hier ist einer oder zwei hingekommen. Population ist gewachsen um 6. Wir können wieder Holzarbeiten machen. Ja, die Holzindustrie ist noch hier. Aber die soll ja hier unten hin. So, da haben wir sie. Wir wechseln wieder das Feld. Hier ist auch was zugekommen. New Wood Industry passt also. Wir brauchen Arbeiter, aber wir haben leider keine Häuser. Dann können wir auch keine Arbeiter machen. Ich würde jetzt, da hier noch Felder sind, mit der Wood Industry mal gerade erstmal pausieren. Ist auch gewachsen tatsächlich. Hier ist 69. Wir haben neue Residential Zones. Ja, da geht nix. Machen wir mal so, gucken, ob es größere Häuser vielleicht gibt. Ne, ist nicht passiert, aber hier ist ein Haus dazugekommen. Die können auch welche dazu einziehen. Jetzt haben wir hier wieder Agrarfelder, die wir auch nutzen werden. Wir gehen mal hier noch auf die Ecke. Aber ich schalte wieder zurück. Okay, die sind alle umgedreht. Drei Bewohner sind dazugekommen. The sin bar and the product panel shows the demand. If the bar is high, the production is not enough. Also diese kleiner, denke ich mal, ne? Ja. Ja, da war auch mehr gefordert, ne? Okay, ist aber nicht schlimm. Müssen wir mal gucken. Ich denke, wir können mal hier die Straße hochbauen. Dann ist das hier ein bisschen größer geworden. Sehr gut. Ein neues Residential Building ist gekommen. Es ist noch alles im grünen Bereich. Agrarfelder kommen dazu. Warte mal, wie sieht's denn aus? Wie viel haben wir denn hier? Keiner, so wie das aussieht. Die Zonen sind alle gewandelt. Ich weiß noch nicht, ob es uns was bringt oder ob die so aussehen müssen. So, dann machen wir mal da oben noch welche hin. Dann sind sie weg. Alle vier umgedreht. Hier ist ein großes Haus gerade entstanden. Und irgendwo sind sie collapsed. Diese wohl, ne? Oder diese? Ich weiß nicht, aber das hier ist nicht schlimm. Weil das hatten wir schon festgestellt, dass das ja nicht die richtige Ecke für uns ist. So. Und einen machen wir noch dahin. Weiter geht's. Neue Straßen. Das Gebäude ist größer geworden. Workers werden immer noch 66 gebraucht. Hier ist aber 66 bei 100%. Dann ist irgendwas zusammengebrochen, oder? Oder sind welche hier verloren gegangen, weil das größer wird und gleich steigt es ganz stark an? Das kann auch sein, das weiß ich nicht. Okay. So, Straße erweitert. Da ist aber nichts passiert. Need Workers steht da immer noch. Zwei hier von den Zonen noch hier für Holzfäller arbeiten. Ja, da will ich jetzt nicht machen. So, da passt's. Gehen wir aus der Ansicht raus. Sind beide auch gleich umgesetzt. Und da ist das Haus größer geworden. 91% jetzt. Vielleicht hat es damit zu tun. Wir haben hier noch vier dazu. Die sind jetzt auch weg.
Aber zu wenig Leute einfach, ne? Jetzt ist gerade schlechter geworden. Wir haben zwar drei Leute dazu bekommen, aber insgesamt gesehen war das schlechter. So, wo wollen wir noch ausbauen? Weg sind die Straßen. Zwei Wood Industry Collapse. Ich hoffe, das war hier. Kann man das anklicken und sieht es, wo es ist? Nein. Aber vielleicht waren, nee, hier waren sie nicht, denke ich mal, weil das ist die Straße. Nee, ich schätze mal, wenn waren sie hier. Das ist aber nicht verkehrt. Wie viel haben wir? 69 Leute. Drei sind. Warte mal, das war noch 69 Grad und dann drei settled. Hä? Weiß nicht, ob das passt. Auf jeden Fall Turn 87. Das ist schon mal eine Hausnummer, ne? So. Eins haben wir noch. Da noch hin. Fertig. Hier ist es größer geworden und hier ist einer kollapst. Jetzt sind wir wieder bei 69, ne? Jetzt gucken wir nochmal wieder hier rein. Okay, das ist hier noch alles wunderbar. Machen wir da mal ein paar mehr Fällechen hin. Zwei haben wir noch. Gut ist das. Da umschalten und alle umgedreht. Hier sind wir bei 72, jetzt ist voll. Ja, das mit dem Holz ist natürlich schlecht, weil das jetzt alle ist. Straßen. Wo machen wir noch Straßen? Hier eine Querverbindung, die wäre, wenn hier möglich, ne? So, weg sind sie. Noch mehr Straßen. Irgendwo ist ein neues Haus hingekommen. Keine Ahnung wo. Vielleicht hier. 4 Agrarfelder sind zusammengekracht. Wahrscheinlich nicht hier, oder? Wenn dann eher da. Und es sollen noch mehr Straßen gebaut werden. Wo setzen wir die anderen zwei hin? Hier mal durchziehen, ich denke schon, ne? Weiter geht's. Da ist ein Haus gewachsen. Okay, wir können expandieren. Hier ist auch ein anderes hingekommen. Need Workers, immer noch. Hier ist jetzt was kollapst. Gucken wir mal gerade. Der geht auf jeden Fall und der geht auch. Der Aufschwung ist hier. Beide sind gerade wieder dazugekommen. Sehr gut. Ich glaube, hier ist auch was gewachsen. Wir haben 75 Leute hier und neue Zonen haben wir auch. Jetzt gucke ich gar nicht mehr hier, aber das, ja, okay, das machen wir mal so. Hier ist es größer geworden. Das ist natürlich hier dann runtergegangen, ist klar. Ja, okay, und wir haben Agrarkultur wieder. Da sind sie hingekommen, die Felder. Aber wir hätten auch diese erst wieder vollfüllen können, ne? Wäre vielleicht sinniger gewesen. Sind auch alle vier gekommen, ne? Aber vielleicht ist das hier wegen der Fruchtfolge, ne, dass das Feld dann wieder besser nachher wächst. 5 Straßen. Machen wir mal so. Drei Leute sind dazugekommen. 4 Agrarfelder, eine Wohnung sozusagen. Hier ist eine Etage höher, da auch. Sieht gerade gut aus, oder? So kurz gucken.
Ja, alle Felder, die da sind. Können wir bestücken. Die müssen wir später machen. Alles sind Felder geworden, sehr gut. Hier ist auch ein da gewachsen. Wir haben 84 Leute. Und jetzt wieder Straßen, ne? Und eine noch wohin? Hier vielleicht. Es wächst wieder was. Entschuldigung. Ja, ich würde auch sagen, wir sind am Folgenende. Wir sind immer noch nicht kaputt. Das ist das erste Mal, dass wir, glaube ich, drei Folgen in einem Spiel haben. Und jetzt haben wir hier Agrarfelder. Die füllen wir hier nochmal auf. Und dann würde ich sagen, machen wir erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.